Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Heute geht es um zwei NeoDavas-Aktien, die jeder Trader kennen sollte. Die NeoDavas-Strategie von TraderFox, die geht auf den ungarischen Tänzer Nicholas Davas zurück, der seine Erfolgsgeschichte in zwei Büchern verewigt hat. Sein Handelsansatz basiert auf einer Trendfolgestrategie. Ein berühmtes Zitat von Davas beschreibt seine Strategie sehr gut. So sagte er einmal: Der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, besteht darin, dass sie steigt. In seinem 1960 erschienenen Bestseller How I Made 2 Million in the Stock Market beschreibt der Ungar in sehr unterhaltsamer Schreibweise, wie er mit wenig Zeitaufwand ein Vermögen aufbauen konnte. Die Bücher von Nicholas Davas, die liegen mittlerweile auch als deutsche Übersetzung vor. Ja, es gibt mehrere Gründe, warum sich die Davas-Strategie so großer Beliebtheit erfreut. Erstens verbirgt sich dahinter ein durchdachtes und logisches Konzept der Aktienauswahl. Zweitens war Nicholas Davas ein sehr begabter Autor, der auf packende Art und Weise seine Vorgehensweise eben erzählte. Ja, und drittens taugt Davas als Vorbild für berufstätige Börsianer, die ebenfalls systematisch an der Börse Geld verdienen wollen. Davas war professioneller Tänzer und ständig auf Tournee. Seine Börsengeschäfte tätigte er in den Abendstunden. Ja, es blieb ihm dafür eben nicht viel Zeit. Wir bei TraderFox haben ein Basisscreening mit dem Namen NeoDavas entwickelt, das sich stark an dem Trendfolgeansatz von Nicholas Davas orientiert. Mit dem NeoDavas-Ansatz ist man als Trader immer genau da, wo gerade die Musik spielt. Zu beachten ist allerdings, dass bei diesem Ansatz die Volatilität sehr hoch ist. Nicholas Davas setzte auf Aktien, die nahe ihrer Mehrjahreshochs notierten. Sein Credo lautete: Kaufe teuer, verkaufe teurer. Dahinter steckt die Philosophie, dass sich Aktien in Trends bewegen. Wenn eine Aktie auf Allzeithoch notiert, muss dahinter ein fundamentaler Grund stecken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser fundamentale Grund die Aktie auch noch in einigen Wochen oder Monaten positiv beflügelt. Warum also sollte der Aufwärtstrend genau dann kippen, wenn wir kaufen? Ein wichtiges Element der Davas-Strategie sind die sogenannten Davas-Boxen. Davas schreibt: Bei einer Untersuchung des Aktiencharts konnte ich die Auswirkungen dieses Widerstands in grafischer Form erkennen. Der Kurs eines Wertpapiers steigt auf ein bestimmtes Niveau, dann, als ob er gegen eine unsichtbare Obergrenze stößt, prallt er wie ein Tennisball ab und landet auf dem Weg nach unten auf einem bestimmten Niveau, prallt wieder nach oben ab, nur um wieder an den gleichen Widerstand zu stoßen. Ich begann zu verstehen, dass dieser Effekt eine oszillierende Bewegung innerhalb eng definierter Grenzen zur Folge hat, wie ein Gummiball, der in einem Glaskasten auf- und abspringt. Auf zwei Aktien, die unter den aktuellen Top 3 sind, werde ich heute zu sprechen kommen, wobei man dabei eben auch sehr schön die Ausbildung dieser Davas-Boxen sehen kann. Ja, und wie ich auf die Aktien aufmerksam wurde, das zeige ich euch jetzt. Wie immer melde ich mich erstmal bei TraderFox.de an, dann gehe ich auf das Tool Aktien Rankings, gehe auf Templates. Ihr könnt natürlich hier auch eigene Rankings erstellen, das ist ja klar, aber wir haben natürlich hier auch vorgefertigte Templates. Das Tool Aktien Rankings, das ist ja Teil unseres Abo-Pakets TraderFox Morningstar. Das ist für 19 Euro im Monat erhältlich. So, und jetzt gehe ich hier auf Anlagestrategien und auf NeoDavas Basis Screening, lade das Template und dann seht ihr hier auch schon die voreingestellten Indikatoren. Zu beachten gilt, dass hier immer eine Gesamtgewichtung von 100% erzielt werden muss. Und ihr seht schon, wir haben hier EPS-Wachstum, geometrisches Umsatzwachstum und stabiles Umsatzwachstum eingestellt. Ja, ich versuche es jetzt mal mit dem Scannen. Das dauert immer eine Weile, aber da es heute nicht so viele Aktien sind, müsste es eigentlich relativ schnell gehen. Einen Moment. Ja, und da seht ihr auch schon die ersten 20 Aktien hier in der Liste angezeigt. Und vorstellen will ich heute die Unternehmen auf Platz 1 und auf Platz 3. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich dabei um SVB Financial und um der Joint Corporation. Gut, dann gehen wir mal weiter. Fangen wir mit SVB Financial an. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um eine Bank. Das Akronym SVB, das steht dabei für Silicon Valley Bank. Und das
Passt auch deshalb, weil das mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien ansässige Unternehmen 1983 im Silicon Valley gegründet wurde. Die Bank hilft seitdem insbesondere Hightech-Unternehmen und Startups mit Geld auf die Beine. In den letzten 20 Jahren hat die Bank mehr als 30.000 Startups finanziell unterstützt. Die Geschäftsbereiche umfassen unter anderem Geschäfts- und Privatkundengeschäfte, aber eben auch das Brokerage und das Investment, Dienstleistungsbanking. Ja, neben der Kreditvergabe in der Wachstumsphase geht es vor allem um die Finanzierung von Übernahmen und Buyouts. Als ein Paradebeispiel für die Aktivitäten wird oft darauf verwiesen, dass man den heutigen Großkonzern Cisco Systems in dessen Startphase mit Kapital unterstützt hat. In den letzten Jahren hat man bekannte Unternehmen wie Pinterest oder Etsy unterstützt, aber auch in Deutschland ist die Bank seit 2018 tätig und hat Unternehmen wie den Essenslieferdienst HelloFresh oder auch den Flugtaxibauer Lilium Geld geliehen. An den aussichtsreichsten Geschäftsmodellen beteiligt sich die SVB Bank natürlich auch als Aktionärin. Wie stark die eigene Stellung auf dem Heimatmarkt ist, lässt sich unter anderem daran ablesen, dass von den Venture-Kapital finanzierten börsennotierten US-Unternehmen mehr als 50% zu den Kunden zählen. Die Marktkapitalisierung, die beträgt aktuell 28,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist dem Sektor Financial Services und der Branche regionale Banken oder Regional Banks zuzuordnen. Ja, auch die Pandemie hatte der SVB Bank kurzfristig durchaus zu schaffen gemacht. Zu sehen ist dies neben dem heftigen Kursrutsch im Frühling 2020 auch an der kurzfristig rückläufigen Eigenkapitalrendite, die in 2020 nur noch 16,8% betrug und unter Vorjahr eben gelegen hatte. Nichtsdestotrotz war die Rendite in 2020 damit immer noch mehr als doppelt so hoch wie diejenige der Peer Group und konnte im ersten Quartal 2021 auf ein Rekordniveau von immerhin 27% ansteigen. Und ja, das ist ein Wert, an den die meisten Konkurrenten nicht im entferntesten rankommen. Auch die Anzahl der Neukunden, die stieg im letzten Quartal auf einen neuen Rekord mit insgesamt nun knapp 40.000 Kunden. Die Bank steht nicht nur als Finanzier junger Firmen zur Stelle, sondern ist auch deren Schatzmeister. Die größten Einlagen stammen von Kunden aus dem Technologie- und dem Healthcare-Sektor und aus diesen Segmenten leiden eben auch nur wenige Firmen unter Corona. Zudem führen die angesehensten Winzer Kaliforniens ihre Konten ebenfalls bei der SVB Group. Zu beachten ist, dass die SVB Bank im Branchenvergleich als relativ asset-sensitiv gilt. Dadurch könnten steigende Zinsen zu einer Ausweitung der Nettozinsspanne führen. Die aktuellen Diskussionen um mögliche Zinsanhebungen in 2023 oder gar schon in 2022 brachten somit den Kurs jetzt auch kürzlich unter Druck. Nichtsdestotrotz sind es vor allem Krisen, welche die Bank stark machen, denn Startups florieren besonders nach Konjunktureinbrüchen. In schwierigen Zeiten ist eine Unternehmensgründung oft der Ausweg aus der Arbeitslosigkeit. In den letzten Rezessionen oder der letzten Rezession in 2008, 2009 entstanden beispielsweise 9% aller aktuell notierten Nasdaq-Unternehmen. Nach dem TraderFox-Wachstumscheck bekommt das Unternehmen sehr gute 14 von 15 Punkten, wobei hier neben der mauen Performance auf Sicht der letzten drei Monate auch das verhältnismäßig hohe KUV ins Auge sticht. Während das durchschnittliche KUV in den letzten 20 Jahren bei 6 lag, sehen wir aktuell ein KUV von 8. Auch das KGV mit aktuell knapp 20 liegt über dem Durchschnitt. Gleichzeitig sollte aber auch das starke Wachstum der letzten Jahre gesehen werden, wobei das EPS in den letzten 2 Jahren durchschnittlich um 12,08% gesteigert werden konnte. Die Analysten, die gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 29,07 US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr nach 23,05 US-Dollar in 2020 aus. Erweist sich diese Prognose als richtig, dann wäre das KGV mit Blick auf das laufende Jahr mit 18 trotz der starken Kursgewinne des vergangenen Jahres meines Erachtens nicht als zu hoch einzuschätzen.
Ja, sehen wir uns noch die Kursentwicklung an. Im letzten Jahr konnte die Aktie um stolze 200% zulegen. Das Allzeithoch, das wurde Anfang Juni erreicht, wobei es in den letzten Wochen deutlich aufgrund der aufkeimenden Zinsfantasien auf 530 US-Dollar bergab ging. Auf Sicht der letzten drei Monate erzielte die Aktie eine leicht negative Performance von minus 2,5%, weshalb im Wachstumscheck da eben auch ein Punkt abgezogen wurde. Laut der Strategie von Nicolas Davas sollte abgewartet werden, bis die Aktie eine neue Davas-Box gebildet hat. Ein Einstieg würde sich demnach anbieten, wenn das Allzeithoch bei 608 US-Dollar überschritten wird. Laut Davas sollte der Verlust knapp unterhalb des Ausbruchsniveaus begrenzt werden. Ja, das zweite Unternehmen ist der Joint Corporation. Und das ist ein Franchise-Geber und Betreiber von chiropraktischen Kliniken in den USA. Die Gesellschaft, die bietet ihren Patienten die Möglichkeit, Besuche in den Kliniken ohne Termin wahrzunehmen, um eine zeitnahe Behandlung zu erhalten. Derzeit betreibt das Unternehmen 65 eigene Kliniken, wobei erst vor zwei Wochen die erste Klinik im US-Bundesstaat Michigan eröffnet wurde. Zudem befinden sich aktuell mehr als 500 Franchise-Nehmer unter Vertrag. Allein 2020 sind 70 neue Kliniken in das Netzwerk aufgenommen worden. Die Gesellschaft bietet eine Reihe von Mitgliedschafts- und Wellness-Paketen. Die Patientenakten, die werden von den Chiropraktikern der Gesellschaft in Übereinstimmung mit verschiedenen anwendbaren Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen für medizinische Akten digital aktualisiert und sind so jederzeit abrufbar. Das Unternehmen, das wurde 2010 gegründet. Die Marktkapitalisierung, die beträgt aktuell gerade einmal 1 Milliarde US-Dollar. Das Unternehmen, das ist im Healthcare-Sektor und der Branche Medical Services zuzuordnen. Wichtig zu verstehen ist, dass das Gesundheitssystem in den USA teilweise immer noch viel Gegenwind für die Bevölkerung bereithält und für hohe Kosten und Selbstbehalte sorgt. Nicht jeder Bürger hat eine Krankenversicherung, welche Routineuntersuchungen abdeckt. Genau hierin sah der Joint Corp vor 10 Jahren eine große Chance und hat seitdem den Markt für Chiropraktik in den USA revolutioniert. So hat es aufgrund eines Franchise-Modells, über das sich professionelle Chiropraktiker zusammenschließen, die bereits jetzt jährlich über 12 Millionen Patientenbesuche verzeichnen, eine hochwertige und kostengünstige Patientenversorgung etabliert. Allein in 2020 wurden trotz Pandemie 8,3 Millionen Behandlungen durchgeführt, wobei 27% aller Patienten davor noch nie einen Chiropraktiker besucht hatten. Etwa 50% der US-Bevölkerung können mit dem Begriff nach wie vor nichts anfangen. Hier sieht Joint durch eine zunehmende Aufklärung in Verbindung mit günstigen Angeboten weitere Wachstumschancen. Das Unternehmen, das beziehungsweise die US-Amerikaner, die geben jährlich etwa 90 Milliarden US-Dollar für die Linderung von Rücken- und Nackenschmerzen durch Operationen, Arztbesuche oder Medikamente aus. Und für Chiropraktiker werden jährlich etwa 16 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Mit 220 Millionen US-Dollar kann sich das Unternehmen derzeit gerade einmal rund 1% der Marktanteile sichern. Gemeinsam mit anderen Ketten sind es 3%. Der Markt, der ist also stark fragmentiert. Ja, und das bietet natürlich Chancen, denn 97% aller Chiropraktiker arbeiten unabhängig und kommen damit als potenzielle Partner für das Joint in Frage. Immer mehr Menschen nutzen das Angebot, da Chiropraktiker eine natürliche Behandlung und meist die erste Therapielinie darstellen, was gleichzeitig dazu führt, dass Patienten 49% seltener verschriebene Schmerzmittel benötigen. Angesichts der hohen laufenden Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente ergeben sich hier für die Patienten also große Vorteile. Verbesserte Körperhaltungen, Linderung von Stress und Spannungsstörungen werden angesichts des Fitnesstrends, aber auch des demografischen Wandels weiterhin wichtige Themen bleiben.
Der Joint setzt bei seinen Einnahmen auf die Bezahlung von monatlichen Gebühren, welche dem Patienten je nach dem ausgewählten Bezahlmodell regelmäßige Behandlungen ermöglichen. Aktuell hat das Unternehmen beispielsweise ein Angebot parat, in dem es 29 US-Dollar für den Erstbesuch berechnet. In der Folge ergeben sich dann monatliche Gebühren von 39 oder 69 US-Dollar für Jugendliche oder Erwachsene, mit denen bis zu 4 Besuche pro Monat abgedeckt sind. Weitere Behandlungen kosten dann nur 10 US-Dollar extra, was eine Ersparnis von 55% im Vergleich zu einmaligen Dienstleistungen entspricht. Optional können natürlich auch Pakete mit Besuchsblöcken zwischen 26 Einheiten gebucht werden, die zwischen 189 und 429 US-Dollar kosten. Die Nachfrage, die nimmt zu, denn eine gesunde Wirbelsäule hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit und lindert Symptome und Störungen wie Arthritis, Migräne oder auch Nackenschmerzen. Die Vorteile des Geschäftsmodells für den Kunden, die sind, dass Versicherungsabrechnungen, Zuzahlungen oder auch Selbstbehalte hier nicht erforderlich sind. Ja, und das Management, das hat bis 2023 ambitionierte Wachstumsziele vorgelegt. In diesem Zeitraum sollen etwa 1000 neue Standorte eröffnen, die das Netzwerk auf alle 50 US-Bundesstaaten und Puerto Rico bzw. insgesamt 1800 Filialen ausweiten. Auch die Internationalisierung, die dürfte ein Thema werden. Hier ist von 24 Ländern auf 6 Kontinenten die Rede, also das ist schon eine ganze Menge. Trotz der Corona-Beschränkungen konnte der Umsatz im letzten Jahr um knapp 22% auf 60 Millionen US-Dollar zulegen. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Prognose bereits angehoben. Der Umsatz, der soll zwischen 73 und 77 Millionen US-Dollar liegen. Nach dem TraderFox Wachstumscheck handelt es sich bei der Joint aktuell um eine der besten Wachstumsaktien. Nur 0,45% aller anderen Aktien im Universum USA 2000 schneiden derzeit besser ab. Trotz eines aktuell rasanten Wachstums sollte die hohe Bewertung mit einem aktuellen KUV von 14,2 im Hinterkopf behalten werden. Ja, zum Schluss gehen wir noch auf die Kursentwicklung ein. Die durchschnittliche Aktienperformance der letzten 7 Jahre, die lag bei fantastischen 44,59%. Allein im letzten Jahr konnte die Aktie ausgehend vom Märztief 2020, das bei 7 US-Dollar gelegen hatte, um etwa 1000% ansteigen. Nachdem Ende Mai bekannt geworden war, dass die Aktie in den Small Cap 600 Index aufsteigen wird, eröffnete die Aktie mit einem Gap-Up unter hohem Volumen. Wie es scheint, dürfte die Aktie in den nächsten Tagen aus einer Davos-Box ausbrechen. Der Kursalarm, der kann hier im Bereich von 78,50 US-Dollar platziert werden. Ja, wir sind am Ende gelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, und wenn ihr keine Webinaraufzeichnungen und Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren YouTube-Kanal und drückt das Glockensymbol. Damit bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn von uns ein neues Video erscheint. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.